Die zweite Variante, also wenn man den kauft, den Albatros D2, da gibt es hier diese späte Variante noch, LT gekennzeichnet, also für Late Version. Und es ist halt so, ich habe die beiden Maschinen mal mir angeguckt und die Motorisierung ist halt gleich. Hier das Zubehör mal eben gezeigt, das ist bei beiden Maschinen eigentlich identisch. Da ist die 20 mm Becker, die ist oben auf dem Flügel montiert, also eine Overwing. Mit 60 Schuss, 4 Magazine, A15 Schuss, da sollte man halt auch ein bisschen zielsicher auch sein, wenn man die montiert, weil man sonst relativ schnell leer gefeuert ist. Jetzt hier mal das andere Zubehör gezeigt, das ist eine Visiereinrichtung, Anemometer, dann haben wir da noch ein Höhenmesser, Thermometer, eine Uhr und die Cockpitlampe, die dann dazu kommt, wenn man halt das Zubehör kauft. Wie gesagt, da habe ich es halt gemacht, weil mich die Becker da schon interessiert hatte. Aber ich treffe auch relativ gut und die HE macht enormen Schaden. Aber wie gesagt, man führt halt eben nur 60 Schuss mit. Und deswegen, wenn man da nicht ganz so schusssicher ist, sollte man vielleicht dann doch wieder auf die beiden Spandaus da oben wechseln. Ja, so an für sich. Jetzt hier im Cockpit innen drin hat sich jetzt zu dem Albatros D2 in der frühen Version nichts geändert. Da muss man sich auch nicht umstellen. Der einzige Unterschied, den sieht man jetzt da. Das Thermometer ist oben bei dieser, ja, auf diesem Rohr montiert, der oben in den Kühler geht, der in der Tragfläche sitzt. Oben drin. So ein bisschen schon kann man da den Übergang zum D5 sehen. Und hier beim alten D2 in der frühen Version, da sieht man die beiden Kühler noch links und rechts am Motor montiert, im Rumpf. Ja, das ist also der Unterschied, definitiv dieser Maschine. Zur späten Version und wie gesagt, man sieht so den Übergang eigentlich zum D5A, wo dann halt der Kühler auch oben in der Tragfläche ist, aber auch manuell bedient werden kann, was bei den beiden Maschinen nicht der Fall ist. Das sieht man auch in der HUD rechts daneben, da sieht man auch, dass es da keine Anzeige gibt für die Kühlerstellung von der Maschine. Also da ist manuell nichts zu machen. Da kann nicht eingegriffen werden in die Kühltemperatur. Also das ist jetzt nur eine reine Motorgeschichte halt in der Drehzahl runter, um den halt abkühlen zu lassen. Ja, von den Leistungseigenschaften her sind eigentlich beide identisch, auch was die Steigleistung angeht, was die Motorisierung angeht, von der frühen zur späten Version, eben bis auf das Kühlsystem. Aber so tut sich da nicht viel in den Steigleistungen. Das kann man auch nachlesen auf der Rise of Flight Homepage. Da werden ja wirklich die Maschinen sehr gut beschrieben oder halt auch in dem Dossier, was in-game ist. Da sieht man dann auch. Ich hatte gedacht, dass vielleicht die 185 PS Steyr-Puch-Version da eingebaut wäre, aber nö, ist nicht der Fall. Jetzt hier mal den D5A gezeigt. Hier sieht man auf der rechten Seite diesen Hebel, diesen Holzhebel, der da dran ist. Und damit verändere ich die Radiatorenklappen. Also den Luftstrom und eben auch die Kühlleistung. Ne, dafür ist das kleine Thermometer dann da oben drauf. Hier jetzt nicht montiert, weil es eine Free-to-Play-Maschine ist. Man müsste jetzt dafür die Modifikationen kaufen. Und dann würde man halt die Temperatur da auch auf dem Thermometer sehen, oben auf dem Motor, und könnte dann dementsprechend halt auch die Temperatur anpassen. Was man jetzt hier allerdings sehr gut sieht, ist ganz rechts, da ist noch ein Symbol dazugekommen. Das heißt, da gibt es eine Motorensteuerung und die geht dann auch auf und zu. Das sieht man sehr deutlich da. Und da kann man sich auch ein bisschen die Stellung dann halt merken. So, was ist auf, was ist zu. Und ja, jetzt hier gleich mal gezeigt an dem Fokker D7F. Da ist also oben auf dem Motor das Thermometer auch verbaut. Und jetzt hier unten sieht man gleich, ich zoome da jetzt mal ran, da unten ist die Radiatorenmechanik. Den Hebel kann ich rausziehen, wie jetzt, und reindrücken, also auf, zu. Und das ist ein bisschen unglücklich in Animation gelöst. Da ist so ein kleines Pinchen an der Seite und hier sind so Löcher drin in diesem Bügel. Und das heißt, ich musste den so ein bisschen nach vorne ziehen und konnte den dann in diesen einzelnen Stellungen, konnte ich den dann einrasten lassen. Also 2, 3, 4, 5 und so weiter und so fort. Und da kann man sich dann auch die Radiatorenstellung ganz gut merken, wenn man das in der HUD da dieses kleine Symbol mal vergleicht. Da sieht man auch das Thermometer jetzt da oben drauf. Dann sieht man, wann ist der auf, wann ist der zu. Und so ein guter Wert ist zum Beispiel 1200 Umdrehungen, finde ich, ist so ins Vierer- bzw. Fünfer Loch dann eingehangen. So, da kommt man eigentlich ganz gut mit hin. Ja, was die Flugeigenschaften angeht, vom D2, Albatros D2 in der frühen und in der späten Version, da tut sich eigentlich nicht viel.
Auch in der Steigleistung nicht, aber da tut sich auch zum D5A da auch nicht mehr so viel. Da ist dann irgendwie 17 Sekunden auf 4000 Meter oder sowas in der Steigleistung. Also da sind die eigentlich alle Maschinen ziemlich nah beieinander. Dennoch, tolles Flugzeug, der D2, auch gerade weil man jetzt zum Beispiel bei den Aviators of War dann halt in den frühen Kampagnen auch mit dem D2 fliegen kann in der frühen Version. Und es ist so ein typischer Albatros, finde ich. Der hat ein super Ground Handling und der lässt sich toll fliegen. Also es ist eine perfekte Einsteigermaschine in meinen Augen. Und ich kann nur sagen, ja, kaufen, da sollte man gar nicht lange nachfragen. Man hat den D5A als Free-to-Play, kennt die Eigenschaften von der Maschine. Und wenn man sich dann auch irgendwie so ein frühes Modell antun will, eben um vielleicht auch die eine oder andere Kampagne halt zu spielen in der Zeitachse, dann ist diese Maschine definitiv erste Wahl, finde ich. Und ja, das muss man dann überlegen, ob man dann vielleicht noch sich die 20mm Backhauptmann, die sich dazu holt und dann vielleicht damit hinterher später dann auch mit HE oder sowas rausgeht, wenn man halt so ein bisschen zielsicher geworden ist. Ja, das ist die Vorstellung jetzt gewesen von der Late Version vom Albatros D2. Und ich werde jetzt demnächst auch ein bisschen mehr zu den Motoren auch machen, also sprich zu den Radiatoren der einzelnen Maschinen, dass wir da auch mal ein bisschen jetzt in dieses manuelle Eingreifen in die Motorsteuerung, dass wir da jetzt mal rankommen an das Feld, auch hier bei Rise of Flight, weil es ist sehr einfach gehalten und es ist eine schöne Sache, sich da mal so ein bisschen zu akklimatisieren, wenn man dann hinterher mit den WW2-Maschinen dann richtig ins Detail will, weil da muss man dann schon ein bisschen mehr machen, was die Motoren angeht. Und hier kann man eigentlich ganz gut lernen, finde ich, in Rise of Flight, weil man nicht so viele Sachen zeitgleich bedienen muss. Ja, wir sehen uns im nächsten Movie. Tschüss.